Hi Fans, ich bin's, der coole Olaf, Weltpremiere. Ich darf euch mein erstes Unboxing-Video vorstellen. Applaus, großartige Sache. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich selber. Ich kann es kaum erwarten. Und zwar darf ich euch vorstellen den Reacher Street. Und freundlicherweise unterstützt uns die Firma Reacher bei unserem nächsten Bike-to-Boot-Projekt, wo wir von zu Hause starten werden mit Fahrrad, dem Anhänger und ein Kajak auf dem Anhänger. Und dann geht die Reise nach Österreich, Tirol, über die Alpen, wo wir einige Pässe hochstrampeln müssen, wie zum Beispiel den Brenner, das Timmelsjoch, den Jaufenpass und auch über den Arlberg. Und währenddessen werden wir uns dann einige wilde Flüsse mit unseren Kajaks hinunterstürzen. Das Ganze klimaneutral und alle Strecken werden aus eigener Muskelkraft zurückgelegt. Und jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Ich stelle euch hier die Variante Reacher Street vor und jetzt geht's los. Unboxing überlebt. Das ist der Reacher Street, so wie wir ihn auf unserem Bike-to-Boot-Abenteuer nutzen werden. Einziger Unterschied ist, wir haben eine zusätzliche Seitenstütze, Bow genannt, damit das Kajak sicher auf dem Anhänger liegt. Und natürlich den Bike-Connector, der ist auch extra, damit man den Anhänger mit dem Fahrrad verbinden kann. Es gibt noch viele andere Varianten, die ihr euch auf der Webseite reacher.de anschauen könnt. Die günstigste Variante ist der Reacher Do-It-Yourself. Da fehlen dann quasi die Bows und keine Bows dabei und natürlich kein Bike-Connector. Den muss man eh immer extra kaufen. Und auch die Räder, die Laufräder sind nicht mit dabei. Der große Vorteil an dieser Variante ist, dass man natürlich Laufräder sich selber besorgen kann. Gebrauchte Laufräder, Carbon-Laufräder, breite Laufräder, kleine Laufräder, große Laufräder, was man immer auch möchte. Und kann sich den Anhänger natürlich dann so relativ günstig erwerben und den dann natürlich direkt nutzen. Wir freuen uns. Das war's. 10,5 Kilo wiegt der Anhänger. Empfohlene Zuladung fürs Fahrrad sind 35 Kilo. Als Handanhänger 60 Kilo. Ich habe ein bisschen mehr. Also ich denke mal, man kann durchaus auch noch mehr zuladen als die empfohlenen Angaben vom Hersteller. Stay online, bis zum nächsten Unboxing-Video. Ich kann es kaum erwarten.